Hallo, heute haben wir euch etwas mitgebracht, und zwar ein Weihrauchfass. Ihr habt das bestimmt schon mal im Gottesdienst gerochen und vor allen Dingen auch gesehen, wenn der Rauch aufsteigt. Manchmal ist das so viel, dass man kaum noch den Priester und die Messdiener sieht. Was hat das aber eigentlich auf sich, der ganze Weihrauch? Es gibt einen Psalm in der Bibel, da steht: Unser Beten steige auf zu dir, wie Weihrauch Gott vor deinem Angesicht. Unser Gebet, das kann man sich so vorstellen, wie der Weihrauch, der hoch in den Himmel steigt. So steigt unser Gebet zu Gott. Was möchtest du Gott heute sagen? Welche Bitte und welcher Dank soll zu Gott emporsteigen, wie jetzt hier der Weihrauch? Nehmen wir unsere Bitten und unseren Dank und unser Lob mit hinein in das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Bleibt gesund. Gott segne euch.